Mario Draghi, Top-Noten-Banker, gerät in den Griechenland-Strudel. Mein Fazit zu dieser Meldung. Es ist natürlich verständlich, wie handzahm die Imperiumspresse mit diesem US-Vasallen Draghi umgeht. Die jüdische Großkapital-Clique beherrscht offenbar hunderte von Ländern dieser Welt total. Und das ohne jegliche US-Regierungskontrolle, denn die US-Regierung gehört mit zu den größten Opfern dieser machtgeilen Finanziers. Dass Deutschland auch unter den Opfern ist, muss ich wohl niemand näher erläutern. Goldman Sachs zahlt großzügige Tantiemen für ihre US-Vasallen. Player zum Beispiel erhält etwa 50.000 Euro in der Woche. Mario Draghi darf bestimmt auch mit einer sehr großzügigen Entlohnung rechnen. Und deshalb sollte ihn die EU schnellstens aus allen Ämtern entbinden und entlassen.